Lebt's? Ja. Hallo und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Account Familie Encounter. Und zwar haben wir heute ein neues Format. Das ist heute ein Q&A. Wir werden eure Fragen beantworten. Ihr konntet uns auf Insta auf jeden Fall die Fragen schicken. Auf unserem Insta-Account könnt ihr auf jeden Fall abonnieren. Torschings Encounter. Oh ja. Okay, noch einen kleinen Disclaimer vorweg. Und zwar, die Fragen, die wir beantworten werden, können wir halt entweder aus eigener Erfahrung euch irgendwie was erzählen oder wir schauen halt einfach in die Bibel rein, weil wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass Gott eigentlich schon alles für uns niedergeschrieben hat, für uns Menschen, dass wir es einfach lesen können und er dadurch zu uns reden kann. Dennoch gibt es ja manchmal so unter Christen so ein paar Meinungsverschiedenheiten, weil manche sehen vielleicht ein paar Sachen ein bisschen strenger, manche ein bisschen lockerer. Und wenn du halt trotzdem irgendwie die perfekte Antwort irgendwie für dich suchst, dann schau einfach mal selber in deine Bibel rein oder frag Gott, weil Gott ist ein ganz persönlicher Gott und möchte dir auch begegnen und dir die Fragen auch gerne selber beantworten. Ich würde sagen, let's go! Genau, dann fangen wir mit der ersten Frage schon mal an. Seit wann gibt es den Youth Encounter? Also ich wusste es selber noch nicht so ganz, weil es gibt schon eigentlich recht lange, aber ich habe jetzt mal eine Leiterin von uns gefragt und die meinte, dass Oktober 2016 der erste Youth Encounter gegründet ist. Und mal kurz wurde. Ah ja, okay, Grammatik läuft. Davor gab es so ein bisschen so Youth Café. Ich selber war da noch nicht in der Youth, weil ich da noch ein bisschen kleiner war. Aber Lenny, warst du im Youth Café? Nee, also ich war noch nicht in der Altersstufe, wo man bei uns in der Gemeinde quasi in Youth kommt. Aber es gab trotzdem so Events, wo einfach alle dabei sein konnten und so. Es war auf jeden Fall schon ziemlich nice. Aber den Youth Encounter, so wie es heute gibt, den gibt es erst seit Oktober 2016. Die nächste Frage, die wir von euch gestellt bekommen haben, war: Wie kann ich zum Beispiel in der Schule von Gott erzählen, ohne dass es mega random oder cringy ist? Okay, ja, die Frage kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen, weil manchmal ist es so ein bisschen random sozusagen so, ey, yo, ich bin übrigens Christ, willst du was von mir hören, warum Jesus für dich gestorben ist? Das, ja, keine Ahnung, ist manchmal ein bisschen komisch oder man weiß gar nicht, wie und wo man da anfangen soll. Also ich persönlich kann sagen, dass es meistens am leichtesten geht, wenn irgendeine Person einmal fragt, so, hey, was hast du am Wochenende oder so gemacht? Und du warst halt zum Beispiel in der Kirche oder im Gottesdienst oder auf irgendeinem Jugendtreff, dann kannst du einfach davon erzählen und so kommt man automatisch schon so ein bisschen immer ins Gespräch. Ja, und falls euch eben niemand fragt, wie euer Wochenende war oder was ihr gemacht habt, dann könnt ihr auch einfach selber die Person fragen, so, ey, was hast du am Wochenende gemacht? Und dann könnt ihr so ein bisschen ins Gespräch kommen. Und noch ein weiterer Punkt, der vielleicht bei euch zutreffen könnte, ist, also Jesus hat damals bei sich in der Bergpredigt gesagt, dass wenn man Christ ist, dass man dann auch sieht, dass man Christ ist. Also wie eine Stadt, die hell leuchtet und auf dem Berg steht, die kann nicht verborgen bleiben. Und wenn du Christ bist, bist du vielleicht ziemlich fröhlich oder hast einfach die Sicherheit, die du in Gott hast, deine Identität in Gott. Und kann auch sein, dass sich dann vielleicht mal jemand fragt, so, hey, warum bist du gerade so entspannt, obwohl Corona ist und, keine Ahnung, das draußen vielleicht nicht ganz so nice ist. Und dann kannst du einfach erzählen, dass Jesus dein Fundament ist und dass man sich keine Sorgen machen muss, weil du genau weißt, dass Jesus eigentlich alles im Griff hast und du deine Identität einfach in ihm hast. Ja, genau. Also man merkt es ja auch, wenn jetzt alle so ein bisschen Panik schieben oder so in der Corona-Zeit, aber dann sind so ein paar Leute, die einfach voll gechillt sind und einfach sagen, ja, es wird schon nichts passieren. Und dann fragen sich vielleicht auch manche Leute so, hä, das macht gar keinen Sinn, warum seid ihr so gechillt? Deswegen, ja, da könnt ihr auf jeden Fall zu coolen Situationen kommen, wenn andere Leute euch das fragen. Dann machen wir mal weiter mit der nächsten Frage und zwar ist es, darf ich als Christ Alkohol trinken? Und eigentlich ist es ganz einfach, weil das erste Wunder von Jesus war, wo er Wasser in Wein verwandelt hat. Genau, ja. Das war auf einer Hochzeit. Alle waren da schon so voll am Feiern. Und dann ging halt irgendwie der Wein leer und Jesus, voll der Ehrenmann eigentlich, hat einfach Wasser in Wein verwandelt. Genau. Und es war sein erstes Wunder. Also erstmal spricht er nichts dagegen. Aber ja, ihr solltet halt jetzt nicht so Alkohol trinken, nur zu eurer Befriedigung. Oder danach solltet ihr halt jetzt nicht so betrunken sein, weil das ist dann auch nicht mehr so nice. Zum Beispiel bei den ganzen jüdischen Festen in der Bibel trinken die ja auch die ganze Zeit Wein. Und deswegen würde ich sagen, man darf schon als Christ, wenn man im legalen Alter ist, Alkohol. Muss einfach immer schauen, was für Früchte dabei rauskommen und auch was die Intention dahinter ist. Wenn man irgendwie probiert, einen Mangel damit zu füllen, kann ich euch sagen, das klappt nicht. Wenn du so das Gefühl hast, du hast ein Loch im Herzen und möchtest es eigentlich damit nur quasi erfüllen und probieren, von deinen eigentlichen Problemen dadurch irgendwie zu flüchten, dann kann ich sagen, das bringt eigentlich nicht wirklich was, weil Jesus ist die einzige Person, die dieses Loch füllen kann. Und ja, an sich spricht sonst nichts dagegen, wenn ihr natürlich 16 oder 18 seid, je nachdem, was ihr trinken wollt. Ja. Genau.
Genau, eine Frage, die auch von Zuschauerin gestellt worden ist, war, wie gestaltet ihr Jugendabende so, dass Nicht-Christen und Christen viel mitnehmen können? Ah ja. Joelle, magst du mal dazu was sagen? Das ist auf jeden Fall, habe ich mir auch schon mal gefragt, so, ist es dann nicht ein bisschen komisch, wenn ich so meine Klassenkameraden irgendwie einlade und die kommen dann so und dann so, ja, keine Ahnung, das ist oft schon cringy, aber wir haben ja sehr, sehr nice Leiter auf jeden Fall bei uns und wir haben jemanden gefragt, nämlich Felix, den habt ihr bestimmt schon mal gesehen, yes, wenn ihr unsere Livestreams angeguckt habt und er wird euch ein bisschen sagen, wie die Leiter das so gestalten. Also ich würde sagen, kurz Film ab. Also wundert euch nicht, dass hier ein bisschen Musik im Hintergrund läuft, wir hatten gerade einen Corona-konformen Gottesdienst und... Ja. Das ist auch schon mal eine Sache, auf die wir achten. Wir achten natürlich darauf, dass es Corona-konform ist, jetzt gerade. Und wenn nicht Christen dabei sind, also wir machen nie ein Geheimnis daraus, dass wir Christen sind. Das heißt, wir lesen gemeinsam die Bibel, wir nehmen uns gemeinsam Zeiten, wo wir Jesus anbeten. Aber wir haben eben auch sehr niedrigschwellige Angebote, wo wir zum Beispiel einfach coole Aktionen gemeinsam machen, wie zum Beispiel im Jump House waren wir mit diesen riesen Trampolinen. Oder wir gehen zusammen Fußball spielen oder die Mädels machen irgendwas anderes gerne zusammen. Also wir achten darauf, dass wir eine gute Ausgewogenheit zwischen niedrigschwelligen Angeboten, Gemeinschaftsaktionen haben und aber darin auch immer geistlicher Input und so fühlen sich die Leute dann doch oft sehr wohl und wir haben da viel Spaß gemeinsam. Die nächste Frage ist wieder über unseren Youth Encounter und zwar wie viele seid ihr? Und wir haben vorhin mal nachgezählt, weil wir es jetzt nicht auswendig wussten. Wie viele waren das? Ich weiß gar nicht mehr. Es waren, soweit ich weiß, 8 Leiter und 20 Kinder. Ja, 20 Jugendliche. Ja, insgesamt 28 meistens immer. So circa 30 machen wir immer. Okay, zur nächsten Frage. Das ist eine, finde ich, der krassesten Fragen, die eigentlich voll oft auch dafür benutzt wird, um irgendwie den Glauben zu widerlegen oder so. Und zwar, warum lässt Gott Leid zu? Ich finde, das kann man nicht so schnell beantworten. Das ist ein bisschen komplexer. Ich denke, da könnte man eigentlich theoretisch fast ein eigenes Video zu machen. Aber ich würde sagen, einer der prinzipiellen Gründe, warum eben Leid auf dieser Erde ist, sind eigentlich wir Menschen, weil wir haben von Gott einen freien Willen bekommen, um uns eben für Gott oder gegen Gott zu entscheiden. Und was eigentlich ganz nice ist so, weil ich meine, es wäre irgendwie schlimm, wenn wir irgendwelche Marionetten wären, die von Gott irgendwie angespielt werden. Deswegen ist eigentlich cool, dass wir einen freien Willen haben. Allerdings sind wir auch von als Menschen nicht perfekt und wir sind längst nicht so gut wie Gott und können alles richtig machen. Und wenn man mal so in unserer Menschheitsgeschichte zurückkommt, sind eigentlich so die Dinge, die Leid ausgelöst haben, wie zum Beispiel Kriege oder irgendwelche Uneinigkeiten, sind meistens immer von Menschen gemacht, von ihrem eigenen Willen und wo Menschen einfach egoistisch gehandelt haben und einfach probiert haben, selber irgendwie die Macht zu ergreifen. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, dass einfach der Mensch sich von Gott abgewandt hat und somit nicht mehr in diesem geschützten Rahmen ist, in dieser engen Beziehung mit Gott, sondern sich eben von ihm abgewandt hat und somit auch eben auf eigene Gefahr dann mit Konsequenzen von verschiedenen Entscheidungen leben muss. Aber genauso kann man halt auch fragen, so Sachen wie Corona oder so, Gott, warum lässt du das zu? Weil wenn Gott so allmächtig ist, warum tretet er dann nicht ein? Warum kann er nicht ein Wunder machen? Und ich habe mich das auch selber schon mal gefragt. Und dann habe ich hier so einen Bibelvers gelesen und das ist in Römer 3 bis 5. Wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn Leid macht uns geduldig, Geduld aber vertieft und verfestigt unseren Glauben und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Diese Hoffnung aber geht nicht ins Leere. Denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Das bedeutet, hier steht eigentlich drin, dass wir durch dieses Leiden, das ist wie eine Situation, für die sollte man dankbar sein und weil durch die kann man lernen und Gott weiß genau, was er tut, er macht nichts unüberlegt oder so, sondern er weiß genau, was er zulässt. Also er könnte eingreifen, aber ich glaube, das ist ziemlich wichtig, was gerade passiert auf der ganzen Welt und deswegen viele Menschen wachsen dadurch auch im Glauben und haben Situationen, wo man vielleicht denkt, jetzt muss ich wirklich neu auf Gott vertrauen. Das klingt jetzt vielleicht so, ja, Gott interessiert sich doch gar nicht für uns. Aber ich persönlich glaube, dass Gott trotzdem mit uns mitleidet und mit uns mitempfindet und nicht einfach so ein Gott ist, der irgendwo weit oben im Himmel ist und einfach nur herablassend auf die Erde schaut und eben denkt so, ja, selber schuld, ihr Menschen. Sondern
Er hat uns zum Beispiel seinen eigenen Sohn auf die Erde gesandt, der selber genau durch diesen ganzen Mist, durch den wir Menschen teilweise auch durchgehen, selber durchgegangen ist. Ich meine, Jesus ist zum Beispiel in einem hässlichen alten Stall auf die Welt gekommen. So. Also das klingt wahrscheinlich immer so schön, so in der Weihnachtsgeschichte, der süße kleine Jesus, der halt auf die Welt kam für unsere Sünden und so. Aber selber sein Leben war ja auch von Leid geprägt und er musste ja selber genau durch die gleichen Herausforderungen im Alltag gehen, durch die wir auch durchgehen. Und deswegen ist Gott... sind wir Gott nicht egal und er tut es nicht einfach nur so zulassen, um uns leiden zu lassen, sage ich mal so, sondern er möchte, dass wir eigentlich wieder in diese ursprüngliche Form zurückkommen und zu Jesus zurückkehren und erkennen so, hey, das, was wir gerade die Entscheidungen, die wir getroffen haben, haben eigentlich echt voll die schlechten Konsequenzen und wir müssen jetzt umkehren und wieder zurück zu der Liebe kommen, zurück zu dem, was wirklich Gott für uns geplant hat. Und deswegen ist auch Jesus für uns am Kreuz gestorben. Er hat unsere Sünden dadurch vergeben, sodass wir auch dadurch schlechte Entscheidungen nicht wieder rückgängig machen können, aber daraus lernen können und wirklich dann auch die Sünden, die dadurch resultiert, wirklich vergeben werden kann und wir wieder in einer Beziehung zu Gott sein können und wirklich nah bei ihm sein können und somit wirklich Gott unser Fundament ist und wir uns nicht runterziehen lassen müssen von dem Leid, sondern dadurch eigentlich eher gestärkt rausgehen und wirklich wissen, was unsere Identität in Jesus ist. Also hier in dem Bibelvers steht ja auch, dass Gott uns dadurch den Heiligen Geist schenkt und der Heilige Geist wird auch ganz oft als Tröster angesehen und ich glaube, das ist auch ziemlich wichtig zu wissen, wenn jetzt jemand aus deiner Familie, jemand ganz Enges, mit dem du eine krasse Beziehung hattest, wenn der stirbt oder wenn er eine Krankheit bekommt und du sagst, Gott, warum lässt du das zu? Erstens, also die Gerechtigkeit Gottes, die kann eigentlich unser menschliches Wesen oder unser Verstand als Menschen, wir können das eigentlich nicht verstehen, weil Gott weiß so viel mehr. Er hat die ganze Welt erschaffen und niemand von uns Menschen kann es verstehen, wie das funktioniert hat. Und deswegen würde ich auch Gott so nicht irgendwie anklagen oder so, warum hast du das gemacht? Weil wir als Menschen können das nicht verstehen. Aber was wir wissen, ist, dass wir einmal gestärkt rauskommen, aber das andere ist auch, dass Gott uns wie den Heiligen Geist geschickt hat, der uns tröstet. Und in traurigen Zeiten kann der Heilige Geist wirklich unser Freund sein. Er ist immer neben dir und er möchte dich wirklich trösten. Und dadurch lernt man einfach neu auf Gott zu vertrauen, neu auf den Heiligen Geist zu vertrauen und eine neue Beziehung zu ihm aufzubauen. Und wir hatten da auch ein Zeugnis von Anna Maria. Sie ist auch bei uns in der Youth und in einem Livestream, den werden wir euch in die Infobox packen. Yes. Und da könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken, weil sie hat ihre Mutter verloren und das ist gar nicht so lang her. Und es war wirklich eine schwierige Zeit für sie. Und da könnt ihr auf jeden Fall mal gucken, wie sie das geschafft hat. Genau, also ich glaube, die nächste Frage passt eigentlich zu dem Thema gerade auch dazu. Und zwar, wie kann ich mit Sorge umgehen? Also Sorge ist ja eigentlich auch mal ein zunächst total menschliches Thema. Und ich meine, wenn es Leid auf unserer Erde gibt, wenn es Probleme gibt, dann gibt es ja meistens immer Sorgen. Die können auch zum Beispiel ganz klein sein, dass wenn man zum Beispiel Angst hat vor irgendeiner Klassenarbeit oder irgendwie sowas. Und die Bibel sagt eigentlich auch ziemlich klar was zu Sorge. Und zwar, nehme an, ich habe in 2 Wochen eine Klausur und ich mache mir total Sorgen und male mir total aus, wie schlecht es sein könnte. Das ist eigentlich was total Unbiblisches, weil Gott steht über der ganzen Zeit und wenn wir jetzt schon die ganze Zeit in unseren Gedanken bei irgendeinem Termin schon voraus irgendwie uns Sorgen drüber oder denken, oh nein, wie wird es, dann nehmen wir eigentlich Gott was vorweg schon mal, weil Sorgen bringen einem eigentlich gar nichts. Und in Philipper 4, Vers 6 können wir lesen, wie wir mit Sorgen umgehen können. Und zwar steht da drin: Macht euch keine Sorgen, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Also wir sollen Gott danken, auch wenn es uns vielleicht gerade nicht gut geht, sollen wir einfach für die guten Dinge danken, aber auch für die schlechten Dinge, weil Gott wird sich im Endeffekt drum kümmern und es bringt eigentlich niemanden, sich was zu sorgen und deswegen sich voll verrückt zu machen wegen irgendwas. Deswegen, klar, Sorgen sind menschlich, sind normal, man kann sich mal sorgen, aber trotzdem immer den Fokus nicht zu verlieren, sondern auf Gott zu schauen, weil er so viel größer ist als deine Probleme und du wirklich mit Gott über Mauern springen kannst. Es gibt ja auch so ein Lied, so, werf die Sorgen auf Jesus! Denn er sorgt für dich und dich und dich und dich. Hey Joanne, hier noch eine kleine Frage. Was ist eure Lieblingspizza? Ah ja, Lilly, hast du eine Lieblingspizza? Also ich mag Pizza generell, aber ich glaube so Pizza Hawaii mit so frischen Ananas ist schon nice. Also ich würde jetzt sagen Hawaii. Oh, Ananas geht gar nicht auf Doch. Pizza. Es gibt so eine Pizza, das mit Brokkoli auf der Pizza und mit Schinken und statt Tomatensauce einfach so Hollandaise-Soße. Das wird so lecker. Das ist richtig gut. Okay, es klingt auf jeden Fall verschickt. Also ich habe Brokkoli gehört, ich liebe Brokkoli. Klingt schon mal nice. Ja, nicht schlecht. Ja, also, müsst ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich habe keine Ahnung, wie diese Pizza heißt. Aber die gibt es, glaube ich, bei Domino's.
ist da. So, also ich glaube, jetzt haben wir eigentlich alle Fragen soweit durchbeantwortet. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonnieren würdet, dem Video ein Like hinterlassen würdet. Die Glocke an. Die Glocke andrücken. Genau, drückt alle die Glocke an. Yes, ansonsten haben wir auch wieder Youth Encounter live. Jetzt jeden Mittwoch um 17.30 Uhr. Ich würde einfach sagen, wir schreiben jetzt einfach die ganzen Infos in die Infobox. Ihr könnt mal reingucken, euch mal durchklicken und vielleicht kommt ihr uns ja besuchen oder seid online dabei. Wir wünschen euch eine super Woche, coolen Schulstart. Stimmt, Schulstart. Ja. Und ganz liebe Grüße. Tschüss.